Zaatari. Das Flüchtlingslager in der jordanischen Wüste wird von der UN und der jordanischen Regierung geleitet. Vor 2 Jahren kamen die ersten syrischen Flüchtlinge hier an. Der Deutsche Kilian Kleinschmidt leitet das Flüchtlingslager. Er koordiniert die Hilfe. Er ist eine Art Bürgermeister. Der Bundestagsabgeordnete Omid Nuripur besucht mit World Vision Zaatari. Er will vor Ort mit eigenen Augen sehen, wie die Lage der syrischen Flüchtlinge ist. Circa 90.000 Menschen leben in Zelten und Containern, mitten in der Wüste. Es ist eine Stadt im Aufbau. Doch für wie lange? Die Situation ist sehr, sehr dramatisch. Es fehlt an allem. Auch wenn es im Camp langsam besser wird, muss man gleichzeitig feststellen, die Zahl der Flüchtlinge nimmt ja nicht ab, sondern wird eher mehr. Und diejenigen, die hier unterkommen, begreifen langsam traurigerweise, dass sie länger bleiben werden müssen. Die Versorgung der Menschen ist eine enorme Aufgabe. Wie in einer normalen Stadt gibt es auch hier Supermärkte. Die Flüchtlinge kaufen ein mit Gutscheinen. Trotz der schwierigen Lage ist es für die Bewohner wichtig, in einer sicheren und strukturierten Umgebung zu leben. Eine Aussicht auf Jobs und Hoffnung auf eine Rückkehr, das vereint alle hier. World Vision hat sich unter anderem an Infrastrukturmaßnahmen beteiligt. Die Straßen versinken bei Regen nun nicht mehr im Matsch. Die erste Not ist zwar gelindert, in Zaatari muss aber noch einiges passieren. Wir haben viele Kinder gesehen, viele von ihnen sind traumatisiert, haben schlimme Dinge gesehen. Und sie brauchen dringend Hilfe, es fehlt an gesundheitlichen gesundheitliche Fürsorge, an Erziehungswesen. Die jordanischen Autoritäten und Verwaltung sind extrem überlastet und es entsteht auch immer mehr sozialer Unfriede eben zwischen Jordanien und den Syrern. Es gab am Anfang sehr viel Solidarität und sehr viel Verständnis für deren fürchterliche Situation, aber mit den Jahren, die mittlerweile vergangen sind, wird es immer schwieriger. Wie lange der Konflikt in Syrien noch andauern wird, weiß niemand. Klar ist nur, dass die syrischen Flüchtlinge in Zaatari weiter unsere Hilfe brauchen.